Pilze. Jetzt erst recht. Es schneit. Was machen wir, wenn es schneit? Pilze suchen natürlich. Was sonst? So, und jetzt gehen wir natürlich zur Sache. Hier im Buchenwald, wo wir natürlich ein bisschen wissen, wo die Austernseitlinge zu Hause sind. Denen tut es überhaupt nichts, wenn es jetzt hier friert. Wir haben minus 2 Grad und teilweise ist das noch wirklich hier kälter, bis minus 10 Grad in der Nacht. Die Pilze tauen einfach wieder auf und wachsen weiter oder frieren wieder ein. Das geht auch mehrmals. Bis minus 10 Grad ist das gar kein Thema. Und hier, das sind eine der wenigen Pilze, wo aufgrund eben der Polysaccharide und Lipoproteine, die überhaupt nicht leiden, wenn sie einfrieren. Und ihr seht, ich habe tatkräftige Unterstützung. Und als erstes sehen wir an einer Buche hier wieder an den aufgebrochenen Schollen die, genau, ihr habt es schon erraten, die Samtfußrüblinge. Echte Winterpilze, echt gefroren, Minusgrade im Moment, aber das schadet denen gar nichts. Die werden wieder auftauen, weiter wachsen, die dürfen noch ein bisschen wachsen. Schnee, Pilze sammeln, ja, das geht. Und natürlich zeigen wir euch das, wie das geht. Und schaut euch hier mal um, also... Es ist Winter, liebe Pilzfreunde. Und was machen wir? Pilze sammeln. Komm mit. So, jetzt habe ich doch was gefunden. Da dachte ich im ersten Moment, eine neue Austernbank. Aber das sind Ohrenlappenpilze. Und das ist hier der striegelige Ohrenlappenpilz. Man sieht es von unten, der ist so ein bisschen geleeartig gefroren. Und von oben, das kann man jetzt nicht richtig sehen, dann hat er so Haare oben drauf und sieht fast aus wie so eine Tramete, so ein bisschen zottig. Und das ist auch ein Kamerad, der gefriert einfach, taut wieder auf und wächst weiter. Und hier kann man das sehen, da ist diese Geleeschicht richtig gefroren und der kann dann einfach wieder weiter wachsen. Einer auch der Winterpilze, natürlich jetzt kein essbarer Pilz, striegelige Ohrenlappenpilze vertragen das Ganze auch ganz gut, wie Trameten natürlich auch. Und dazu vielleicht auch mal unsere Heil- und Vitalpilz-Videos. Ganze Baum voller, herrlich. Ja, nun zugegeben, wenn man so einen Wald sieht, man denkt ja nicht gerade als erstes ans Pilze sammeln. Außer wenn man unglaubliche Pilze isst und Pilze liebt. Und natürlich sind die Pilze immer noch da, auch wenn es jetzt irgendwie komisch aussieht. Aber es gibt Winterpilze, die frieren einfach ein und die tauen in unserer Pfanne wieder auf. Und natürlich wissen wir auch ein bisschen, wo sie sind, zugegeben. Aber wer weiß, was wir noch finden werden. Kommt mit und heute sieht's mal so aus. Pilze im Winterwald. Und natürlich erkennt man wie immer einen Pilzsammler am Pilzkorb. Und den optimistischen erkennt man im Winter am Pilzkorb. Und ich habe da ein paar Möhren dabei. Wir wollen natürlich noch einen kleinen Schneemann bauen, vielleicht einen Pilzmann. Und da müssen die Kinder natürlich auch Spaß haben. Und hier im Winterwald, da kann man sehen, was die Winterpilze machen. Einfrieren natürlich. Und da haben wir wunderschöne Exemplare. Schaut mal. Ha, hier ein Austernseitling. Und da junge Ansätze. Also wenn das auftaut, verspricht das hier eine gute Bank zu werden. Und dann können die hier wachsen. Guckt mal. Die sind hier unterm Schnee. Und da sind überall welche. Ah, und kalt. Hier. Auch schon mal jemand dran rumgemampft. Und da kann man die Austerseitlinge im Winter anschauen. Schau, hier. Da sind sie. Richtig tiefgefroren. Wunderschön. Da hinten eine ganze Gruppe. Ja, die lassen wir heute da. Aber die sind einfach nur wunderschön anzuschauen. Den tut hier der Winter gar nichts und auch nicht der Schnee. Die wachsen einfach weiter und tauen dann wieder auf. Und dann kommen wir und holen die Kameraden uns ab. Hier sieht man, schon ein bisschen jemand hat da geerntet. Und hier überall verstecken die sich, die echten Winterpilze. Schaut mal hier, ich krieg richtig kalte Hände. Da sind sie, Austernseitlinge im Schnee. Die könnte man so ernten. Die könnte man natürlich essen, das tut denen gar nichts. Die kann man direkt so in die Pfanne hauen, das ist kein Problem. Aber ich möchte die noch ein bisschen wachsen sehen und deswegen tun wir hier diesen Stamm uns merken. Aber hier kann man das mal wirklich sehen, wie die Kameraden hier stehen, obwohl es hier wirklich dick Schnee und Eis hat. Minus 10 Grad.
Hier, überall. Da, seht ihr das? Also, unsere Vorfahren hätten die jetzt vielleicht aus ihrer Tiefkühltruhe geholt und gefuttert. Da ist es sicher schwer gewesen, überhaupt noch was zu essen zu finden. Aber wir können das hier einfach noch wachsen lassen und einfach mal die Show genießen. Herrlich. Austernseitlinge im Schnee. Also, die echten Winterpilze. Und hier, das geht hier den ganzen Stamm so weiter. Und wenn wir die wachsen lassen und wenn der Schnee getaut ist, dann sind hier, naja, sagen wir mal 10 Tage, so bei 5 bis 8 Grad, dann können wir hier 1-2 Eimer voll mitnehmen. Und so soll das ja sein. Und hier sieht man wie immer den abgebrochenen Baumstamm. Und da können wir mal gucken, ob da vielleicht auch noch was gewachsen ist. Also hier kann man davon ausgehen, dass da noch mehr nachkommt. Und auch noch die nächsten Jahre nachkommt. Da gibt es Sanftfußrüblinge, ich kenne die Stelle. Und das ist natürlich im Winter absolut notwendig, hier natürlich neue Stellen zu finden. Das klappt ab und zu, ist aber selten. Was hier wächst oder wuchs, das sind die Mumien der Sommerseitlinge oder Lungenseitlinge. Die werden wir dann natürlich auch wiedersehen. Aber erst so ab Juni nächsten Jahres. Überall Mumien dran. Heißt aber nicht, dass da keine Winteraustern-Seitlinge wachsen können. Die wachsen am selben Substrat, interessanterweise, wie man hier sehen kann. Und deswegen, ich gucke mir so Bäume immer an, von oben nach unten und unten nach oben. In der Regel sind sie eher unten. Aber hier jetzt nichts. Und im Schnee wachsen sie natürlich auch nicht. Aber den merken wir uns, den Burschen, den gucken wir uns nochmal an, wenn es mehr getaut hat. Und jetzt nochmal ein Blick in den Winterwald. Und ihr seht hier viel Totholz liegen. Ihr seht hier viele Äste und Bäume, die ein bisschen beschädigt sind da oben durch Windbruch und Ähnliches. Und da dringen die Austernseitlinge ein. Und hier haben wir wieder einen abgebrochenen. Und da könnt ihr dann relativ zuverlässig hier in dem Totholz, da hinten ist wieder einer abgebrochen, schaut mal, da findet man dann natürlich auch überall welche. Also die sind nicht selten, aber selten sind so Wälder. Und die sind natürlich nicht nur für Pilze wichtig, sondern natürlich für Käfer oder auch für viele andere Tierarten, die da drin hausen. Und wo es Spechte gibt, Weißspechte und Buntspechte, ihr hört das schon klopfen, da gibt es meist auch Sommeraustern-Seitlinge, denn da gibt es so ein Holz hier und die pochen das an. Und dann tun dann eben hier die Käfer da rausholen und deren Larven. Und in den verletzten Stellen wachsen dann in der Regel unsere Freunde. So, jetzt wird es ja aber kalt an die Füße. Und ich tue jetzt noch mir den da anschauen. Und dann würde ich sagen, lassen wir es für heute dabei bewenden. Wir haben so eine kleine Kostprobe für die Pfanne. Das ist gut. Und da probieren wir nochmal einfach aus Spaß ein paar Rezepte aus. Danke fürs Zuschicken. Schickt uns gerne auch mehr. Und wir zeigen euch das. Das, was wir hier dran sehen, das sind natürlich wieder die Mumien der Sommerseitlinge oder der Rüblinge, wahrscheinlich hier der Porzellanpilze. Und schaut mal, Pilzfreunde, hier zwei abgebrochene Bäume. Erstmal Handschuh anziehen, das ist kalt. Es ist richtig kalt. Und da sehen wir schon die Baumpilze, die Zunderschwämme wahrscheinlich, möglicherweise rotrandige. Aber wir sehen so Pilzmumien von den Sommerseitlingen oder Lungenseitlingen. Und da sind auch gern am selben Stamm und am meistens auch irgendwo die Winteraustern-Seitlinge oder echten Austern-Seitlinge. Und da suchen wir jetzt mal. Seht ihr was? Freunde, ich glaube, wir haben Glück. Und das ist echt unter dem Schnee nicht leicht zu sehen. Jetzt kann man es sehen. Ich film mal ran. Hier ein richtig schöner Kamerad mit einer Schneemütze. Da die wunderschönen rotrandigen Baumpilze. Und seht ihr das da unten drunter? Ich mach's frei. Da weitere Austernseitlinge. Die waren noch nicht da, die sind vor dem Schnee gewachsen. Und das verspricht hier an dem Baum richtig gut zu werden. Ich mache mal die ab und die kann man einfach abbrechen. Das tut weder dem Baum noch den Pilzen was. Und die kann man natürlich essen. Die tauen auf ohne Verlust, bleiben knackig und frisch. Und das wären die ersten Speisepilze für unseren Pilzkorb. Schaut mal, herrlich. Also, das wird doch noch was. Winterspeisepilze im Frost. Und hier diese Kameraden, schaut die euch mal an, wie wunderschön. Und noch so kleine unten drunter, richtige Winterpilze. Und die kann man natürlich gefroren ernten und dann auch auftauen lassen und essen. Kein Problem für Austernseitlinge. Was anderes ist das bei anderen Pilzen, da muss man vorsichtig sein. Aber hier die Kameraden, einfach nur schön. Wie unsere Vorfahren damals, Winterpilze im Schnee. Und das ist doch einfach mal was. Schaut mal.
Und hier, den ganzen Stamm hoch, wachsen sicher noch mehr, das kann man jetzt nicht sehen. Der Stamm mag 10 Meter hoch sein, also das gucken wir uns an, wenn die ein bisschen aufgetaut sind. Aber da ist noch mehr. Und da oben ist was abgebrochen und wo das abgebrochen ist, ist natürlich auch irgendwas umgefallen. Und das müssen wir uns dann anschauen, wenn der Schnee weggetaut ist, denn da gibt's garantiert weitere Pilze. Also an der Stelle habe ich mal die Lungenseitlinge gefunden. Im Juni geht's da schon weiter und im Winter jetzt auch die Winteraustern-Pilze. Und hier an dem liegenden Holz, ich tue mir das heute jetzt nicht an, gibt's garantiert auch welche drunter. Die zeige ich euch, wenn das aufgetaut ist. Und wenn sie noch nicht da sind, werden sie wachsen. Merken solche Stämme, besuchen und ruhig auch mal nach einer Woche oder zwei Wochen wieder hinschauen. Klar, es geht nicht nur ums Pilze suchen. Der Winterwald ist wunderschön. Schaut euch das an. Ein Austerseitling-Paradies. So, schaut mal, Pilzfreunde. Und auch hier, die Weiher im Wald sind gefroren, aber wunderschön. Und nicht weit von solchen Stellen, wo das Wasser ist, da sind auch die Austernseitlinge. Und jetzt ist Erntezeit. Vitalpilze für die Winterpfanne. Herrlich. Und hier mal ein Blick in die Landschaft. Da hinten ist Basel eine Millionenstadt im Dunst. Nein, einfach nur im Winternebel. Gleichzeitig sollte man hier denkt, man ist auf einer Alm. Wunderschöne Almen und dann immer wieder richtig tolle Wälder. Auf der einen Seite die Vogesen, auf der anderen Seite der Schwarzwald. Hier im Dreiländereck wunderschön. Der Schweizer Jura mit all seinen Bäumen. Also hier gibt's Winterpilze noch und nöcher. Muss ich auch erst noch alles erkunden. Aber heute hier erstmal in diesem Wald unterwegs. Und einfach schön. Natürlich finde ich auch nicht überall Pilze. Und deswegen hier mal wollte ich euch was zeigen. Hier kann man richtig schön die Schneenadeln sehen. Und da kann man sich vorstellen, wie eine Zelle, die Wasser enthält, eben auch so nadelig das Wasser gefriert, die Zellen regelrecht aufspießt, sozusagen natürlich abtötet durch das Wasser, was sich dann ausdehnt. Und Winterpilze haben das nicht. Sie haben halt ihre Trehalose, also einen speziellen Zucker. Und eben der bewirkt, dass das eben dann nicht gefriert, bis um minus 10 Grad etwa. Und eben natürlich Lipoproteine und verschiedene andere Polysaccharide, die eben diesen Pilz auch bei dem Wetter schützen, der einfach wieder auftaut und weiter wachsen kann. Und hier einfach nochmal ein Blick in den Wald und eben auch mal die Idee, in welchen Wäldern man so suchen sollte. Einfach mal dicke Eis- und Schneeschichten. Und noch was, eingeschneite Pilze haben natürlich eine Art Wintermantel, denn der Schnee isoliert natürlich auch von noch strengeren Nächten und Frösten. So, und wie ihr sehen könnt, habe ich tatkräftige Unterstützung hier im Winterwald. Die Pilzkinder kennen sich aus. Und hier, da suche ich natürlich immer in diesem ganzen Holz, ob weitere Bäume abgebrochen sind. Also ich wühle jetzt nicht in den dünnen Ästen rum, da gibt es ganz, ganz sicher Judasohren. Aber das ist was, wenn es wieder auftaut. Die könnte man ernten, wenn man sie findet und die tiefgefroren sind, es tut denen gar nichts. Die tauen auf und wachsen weiter. Und so könnt ihr sie zu Hause auch einfach in den Tiefkühler stecken, wieder rausholen und einfach verarbeiten. Also, da durchzugehen, da brauche ich aber meinen Überlebensanzug. Heute habe ich den nicht an. Also, zu den Bäumen. Gesagt, getan. Und genau das sind die Bäume, die attraktiv sind. Hier, wo die Rinde so verletzt ist, da dringen sie ein, oben ist er abgebrochen und hier sehen wir schon die Mumien der entsprechenden Porzellanpilze, hier wieder die Baumpilze. Und da, wo eben so viele Pilze dran wachsen, findet man gern die Austernseitlinge. Die teilen sich diesen Stamm und futtern den auf, also die Zellulose in aller Regel, manche auch das Lignin. Und diese Pilzmyzelien im Stamm leben im Holz, also nicht unter der Rinde, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass an den Rinden, wo die so borkig ist, die gern hervorbrechen. Nun, die Myzelien im Holz, ich habe das in einem Video mal gezeigt, sind scharf voneinander begrenzt. Die wachsen einfach nicht so durcheinander, aber sie können auch auf einem Stamm vorkommen und auch ganz viele verschiedene Arten. Also, nicht abschrecken lassen, immer wieder schauen und besonders wenn Sommerseitlinge da drauf wachsen oder andere Pilze, ist das immer eine Idee wert. Da wieder ein abgebrochener Kandidat. Solche muss man sich anschauen, eben dort oben werden in der Regel dann die Bäume knicken durch den Wind ab und oft ist das ausgelöst durch unsere Freunde, die Seitlinge und eben hier entweder die Sommer- oder die Winterseitlinge. Später kommen dann Folgezersetzer dazu, wie Porzellanpilze, also auch Buchenschleimrüblinge natürlich genannt und eben andere. Und
dann im Winter fruktifizieren dann diese Austernseitlinge und bilden ihre Fruchtkörper. Natürlich nicht im Schnee, sondern wenn es Warmphasen gibt dazwischen. Der Schnee und der Kältereiz, also dieser Temperaturschutzsturz, wird das Wachstum triggern und dann bin ich hier wieder an diesen Stämmen. Die sind perfekt und optimal, 2-3 Jahre alt. Und da kann man sie schon sehen. Schaut mal, da sind sie schon, die Freunde. Alles voll, wieder wunderschöne Seitlinge. Aber die sind noch ein bisschen klein. Die lassen wir natürlich noch ein bisschen wachsen. Also das holt man sich dann, wenn dann hier der Schnee abgetaut ist, das Wachstum wieder einsetzt. Nach gut 5-10 Tagen, dann sind die groß wie eine Hand. Und dafür brauchst du Temperaturen jenseits der 5-6 Grad in der Nacht und vielleicht 10 Grad am Tag. Das wäre optimal. Vorher wachsen sie doch recht langsam. Also so eine Stelle um die 10 Grad am Tag und 5 Grad in der Nacht einmal in der Woche kontrollieren, das reicht. Oder eben auch alle 14 Tage, wenn es noch kälter sein sollte. Und hier sieht man, wie es losgeht. Die sind wirklich noch jung, klein und knackig. Und das ist schon größer. Und hier sieht man wieder, wo die Stämme natürlich den Boden berühren, ist es wärmer und da sind dann auch die Pilze eher zu finden. Also ihr müsst an der Seite drunter schauen, unter diese liegenden Stämme. Obendrauf finde ich die nur selten. Meist in Bodennähe, manchmal auch so ein bisschen versteckt noch im Laub. Da, wo sozusagen auch kein Schnee liegt, jetzt im Winter, da ist es einfach noch ein bisschen freundlicher für die Pilze. Obendrauf, ihr seht, da ist unter dem Schnee alles voll, aber alle sind sie noch recht klein. Und die schauen wir uns weiter an. Ich mache das hier aber mal ein bisschen frei zum Zeigen. Aber nicht zu frei, sonst sieht man gleich, wer da war und wo die Pilze sind. Nun, aber ihr schaut mal da, überall sind Löcher im Stamm. Das sind die Weißspechte, die hier überall richtig schön dann das morsche Holz zerpickern und die entsprechenden Insektenlarven hier rausholen. Und das ist dann oft der Trigger, wo dann diese Seitlinge wachsen und wo sie dann hier in so kleinen, schönen Gruppen hervorkommen. Herrlich! Ein Austerseitlingbaum mit einer Schneemütze und unten drunter, seht ihr sie? Man sieht es ein bisschen schlecht, da wachsen die Seitlinge. Und das wird die nächste Pilzmahlzeit, wenn das hier alles weggetaut ist und dann der Schnee natürlich wieder weg ist. Also, wir freuen uns schon darauf und bis jetzt genießen wir aber auch mal, wirklich Pilze zu zeigen, tiefgefroren im Schnee. Auch wenn der Korb heute vielleicht nicht ganz voll wird, für eine Mahlzeit reicht es denn aber immer noch und das ist doch mal einfach nur schön. Also, ihr seht, Pilze sammeln im Schnee und im Frost. Also, wer hätte das gedacht? Schreibt mir doch mal, hättet ihr geglaubt, da wachsen Pilze um die Zeit da unten drunter? Ich denke, die Austernseitlinge sind wohl die Pilze, an denen die meisten Leute vorbeilaufen und die natürlich mit einer der besten Speisepilze sind. Das ist ja klar. Also, schaut auch mal in eure Wälder und guckt, ob ihr solche Wälder findet mit viel solchen Totholz, wie ich hier immer zeige. Und achtet vielleicht auch mal auf unsere Videobeschreibung. Die sollen euch natürlich auch helfen, Orte zu finden und auch bei euch erfolgreich zu sein. Das ist am Anfang gar nicht so leicht, aber dann merkt ihr, es ist auch gar nicht schwer. Hat man mal eine Idee und ein Auge, findet man doch dann immer und immer mehr. Und wir sind am Anfang der Saison. Das kann bis weit in den Februar, auch in den März hineingehen, wenn es dann wärmer wird und bevor die Frühlingspilzsaison startet. Aber jetzt beginnt bei uns die Winterpilzsaison. Ich freue mich darauf. Ich finde, das sind super Speisepilze. Und nach den vielen Sommertouren, und die könnt ihr euch gerne anschauen, wenn es euch hier ein bisschen kalt ist, wenn man da zuschaut, da ist das einfach mal eine Abwechslung und das macht mal richtig Spaß. Hier nochmal ein perfekter Baum und Kandidat, den ich immer wieder jetzt so alle 14 Tage, wenn der Schnee weg ist, besuchen werde. Wir werden sicher noch was finden. Und hier wieder ein Blick in den Austern-Märchenwald. Ganz viele Bäume, ein richtig schöner Wald, der eben nicht zu intensiv genutzt wird und wo auch mal ein Baum senkrecht stehen bleiben darf, der dann für die Vermehrung dieser Pilze sorgt. Und das ist wichtig, solche Wälder müsst ihr euch suchen. Reine Wälder, die richtig ausgeräumt wurden für entsprechendes Brennholz, die sind meist dafür weniger geeignet. Es ist dann nicht unmöglich, aber es ist klar, wo die Pilze natürlich keine Fruchtkörper bilden, können sie natürlich auch die Bäume entsprechend nicht besiedeln und dann wird es natürlich schwer für uns Winterpilzsammler. Aber hier immer mal wieder gibt es auch solche Wälder, auch in unzugänglichen Stellen, an Steilhängen habe ich das oft. Ich habe hier einen neuen Wald entdeckt, den gucke ich mir an, da wo die Erntemaschinen oder die Holzsammler nicht so ohne weiteres rein können. Gut, aber fürs Erste einfach mal hier der nächste Kandidat und da gehen wir mal drauf zu, schauen wir mal, was diese Bäume
hier zeigen. Kann jederzeit was dranhängen. Was jetzt da gewachsen wäre, wäre natürlich vorm Schnee gewachsen. Im Schnee ist Ruhe. Da machen die Pilze einfach klar eine Pause. Und hier kann man wieder sehen, hier diese Pilzmumien, nicht? Also sehr wahrscheinlich handelt es sich hierbei wieder um Porzellanpilze, also Buchenschleimrüblinge. Und wo die stecken, da ist klar, da ist die Holzzersetzung in vollem Gang und da stecken in der Regel die Sommerseitlinge drunter. Ja, zweifellos haben wir uns ein paar Baumstämme ausgeschaut, wo wir wissen, dass sie natürlich jetzt Winterpilze tragen. Und da kann man dann natürlich im Winter sozusagen hier aus dem Palast, wo alles weiß ist, einfach den natürlichen Pilzkühlschrank verwenden. Also, das hier ist mal so ein bisschen Fichte, Tanne und Douglasie. Ihr wisst ja, da ist jetzt im Winter nichts zu holen. Und jetzt geht's auf in den wirklichen Pilzwald. Aber einfach mal schön hier auch heute draußen zu sein. Jetzt ist Erntezeit. Und wenn ihr hier mal die Wälder anschaut, da seht ihr Eichen stehen. Und die sind richtig groß. Es ist schon irgendwie dunkel, hier richtig neblig und winterlich. Aber die Eiche hier hat 1,5 Meter im Durchmesser oder mehr. Also die stand hier schon viele Pilzwinter. Und ich bin gespannt, was die wohl alles erzählen würde. Wahnsinn, der Eichenwald hier.